Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Krombacher. Gute und herzlich willkommen vor unserem Auswärtsspiel am morgigen Freitagabend 18:30 beim SV Sonnhausen, zu dem uns Stand jetzt 2500 Fans begleiten werden. Gibt aber noch ein paar Restkarten an der Tages- oder an der Abendkasse für den Stehplatzbereich. Ansonsten übergebe ich dann direkt das Wort an unseren Cheftrainer bzw. an eure Fragen für unseren Cheftrainer. Wer möchte denn beginnen? Stefan Köhnlein, Kicker und Liam-Block. Ja, hallo Thorsten, dann fangen wir ganz konventionell an. Wie sieht's aus? Personell? Personelle Lage. Ist verletzt, sind noch neue dazugekommen. Okay, Aaron Zeidel und Klaus Kersula, die haben wir. Dann hatten wir die ganze Zeit immer Paddy Pfeiffer genannt. Paddy Pfeiffer hat seine ersten Gehversuche jetzt gemacht bei uns. Und wir schauen uns jetzt heute nochmal das Training an und warten mal eine Rückmeldung. War natürlich jetzt eine längere Zeit außen vor. Allerdings ist er jetzt, wie gesagt, mit an Bord. In der Woche jetzt 3 Tage nicht trainiert, ausgefallen wegen viralen Infekt, ist Braden Manu. Er hat jetzt heute Morgen nochmal eine ärztliche Abklärung, um zu sehen, ob er denn vielleicht morgen zumindest eine Option wäre für den Kader. Wie gesagt, 3 Tage nicht trainiert und ja, Husten, Schnupfen, zu Hause eigentlich nur das Bett gehütet. Deswegen müssen wir da jetzt mal heute schauen, wie wir damit verfahren. In der Woche nach dem Regensburg-Spiel dazugekommen mit einer Notfalloperation ist Matthias Bader. Der hat sich eine schwere Unterleibsverletzung zugezogen, die operiert werden musste. Er wird Stand heute, der Aussagen der medizinischen Abteilung, den Leuten, die ihn operiert haben, circa 4 Wochen ausfallen. Also er wird nicht dabei sein, natürlich ein herber Verlust für uns, aber Möglichkeiten eben, erste Option wäre natürlich Frank Ronstadt, Möglichkeiten dann für die Jungs, so wie sie es immer gemacht haben, eben direkt parat zu stehen. So, es genügt. Eine kurze Nachfrage erst nochmal, Matthias Bader, das ist im Spiel passiert oder... Ja. Okay, weil der musste ja auch vom Platz, also war das die Verletzung dann, weswegen er vom Platz musste? Oder du hattest nicht gesagt, dass er eigentlich, weil er auch die Woche vorher weniger trainiert hatte, dass du ihn da runtergenommen hast? Nee, das war hier die Zweikampfsituation kurz vor seiner Auswechslung. Da hat er sich verletzt und das ist dann in den Tagen danach, ist es dann ja, so passiert, dass dann eben er so Schmerzen hatte, dass er mit ärztlicher Hilfe dann eben... in eine Notfallsituation gekommen ist und man hat ihn dann untersucht und direkt operiert. Ich möchte jetzt aber nicht genauer eingehen, was genau da jetzt für Unterleibsverletzungen er da jetzt hat. Dann musst du ja noch Marvin Mehlem ersetzen. Ja. Wie sehen da deine Gedankenspiele aus und schlagen wir den Bogen gleich noch zur Neuverpflichtung? Wenn jetzt auch Braden möglicherweise wackelt, sind doch die Chancen für einen Startelf-Einsatz von Filip Stojkovic vielleicht gar nicht so schlecht? Da kann ich eigentlich direkt einen Riegel davor machen. Filip wird mit Sicherheit nicht von Beginn an spielen. Für mich ist erstmal wichtig, dass er hier ankommt. Ich fand die Reaktion der Mannschaft sensationell am ersten Tag, wie sie ihn aufgenommen haben, wie sie ihn hier sofort integriert haben. Er hat noch ein paar Defizite körperlich, die er aufholen muss. Er wird sich erstmal hier an die hohe Intensität auch ein bisschen adaptieren müssen. Also er braucht mit Sicherheit noch aus meiner Sicht mal zumindest mal eine gesamte Woche. Hinzu kommt natürlich halt auch, dass er ein paar Kilometer im Auto gesessen hat und ein bisschen Stress eben hatte. Dass er im Kader sein wird, das steht definitiv fest. Aber er wird jetzt keine Option direkt sein für die Startelf. Und Marvin, klar, fällt auch aus aufgrund der Gelbsperre. Wir haben 1-2 Optionen, wie wir es auffangen wollen, beziehungsweise wie wir uns präparieren wollen, ohne da jetzt näher dran zu gehen. Wichtig ist, wir wissen, was in Sonnhausen
uns erwartet. Ich habe die Jungs auf ein sehr hitziges Spiel eingestellt. Und müssen vielleicht auch ein bisschen schauen, wie wir dann vor Ort, wie wir spielen wollen, wenn wir sehen, eben wie die Platzverhältnisse sind und so weiter, um dann dort mit ein, zwei Plänen, die uns wichtig sind für das Spiel, dass wir dort eben dann agieren. Aber wir haben Möglichkeiten, das zu kompensieren, Marvin zu kompensieren, aber sind da noch nicht final fertig mit unseren Überlegungen. Wir machen mal weiter mit Niklas Beckmann, Hitradio FFH. Ja, Herr Lieberknecht, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie erwarten ein sehr hitziges Spiel. Was sind denn die Schlüsse? Wie kommt man mit dieser hitzigen Atmosphäre, die dann Sandhausen auch entgegenbringen wird, klar? Erstmal, dass man sich darauf einstellt, dass man auch wie gegen Regensburg weiß, diese berühmten Basics, von denen man immer spricht, die habe ich auch vor Regensburg angesprochen, dass die gefordert sind, Zweikampf, Laufverhalten, kühlen Kopf bewahren dann in hitzigen Situationen, dass man die eben quasi immer als Maßstab hat, dass man das erwartet von der Mannschaft, aber dass das eben halt auch primär noch eine Rolle spielt. Kommt immer so ein bisschen dazu, ist alles ein bisschen kälter draußen, ist alles nicht ganz so freundlich, wie wenn die Sonne scheint, das ist eben so. Also von daher wird es mit Sicherheit so sein, du spielst gegen eine Mannschaft, die jetzt in Bielefeld eindrucksvoll, wie ich fand, gewonnen hat, die sehr mannbezogen eben agiert und trotzdem im Umschaltspiel viele Facetten eben halt auch mitbringt, wo du weißt, da musst du dich drauf einstellen. Aber hitzig heißt, es ist eine Mannschaft, die eben jetzt versucht, aus dem Abstiegssumpf rauszukommen und dass die Sandhausener dahingehend eben mit Alois jemand haben, der viel Erfahrung hat, was das angeht und der immer es geschafft hat, sie rauszuholen, weiß man eben, dass eine Komponente sein wird, dass es, wenn es um ganz, ganz wichtige Punkte geht, für uns geht es auch um wichtige Punkte, aber aus Sandhausen um ganz, ganz wichtige Punkte, weißt du, wird es eben halt auch ein kampfbetontes, hitziges Spiel werden. Und da habe ich meine Mannschaft drauf eingestellt und hoffe, sie haben gut zugehört. Jan Felber, Darmstädter Echo. Ja, moin in die Runde. Hallo Thorsten. Kannst du noch mal kurz so ein bisschen über Sandhausen, du hast eben schon ein paar Sätze gesagt, aber was euch da erwartet, auch an einem Freitagabend bei einer Mannschaft, die jetzt von 18 auf 12 gesprungen ist mit einem Sieg, also im Keller geht es ja noch enger zu als oben, was genau da auf euch zukommt und wo die Stärken, Schwächen von Sandhausen liegen, wo ihr besonders drauf achten müsst? Wir haben für uns oder jetzt in den Tagen, wo ich mich jetzt intensiv mit Sandhausen beschäftigt habe, habe ich das Gefühl, es gibt Situationen, die uns helfen könnten, eben das Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gilt es immer auch einen gewissen Respekt vor dem Gegner zu haben. Und der Respekt ist deshalb da, weil sie nicht nur jetzt in Bielefeld gewonnen haben, sondern weil sie eben eine Mannschaft haben, die neben der Erfahrung, die gespickt ist eben mit Zierow und Durmitsch in der Innenverteidigung zum Beispiel, eine Mannschaft, die weiß eben, was in der zweiten Liga zu tun ist in diesen Momenten. So, und dann hast du ein Brüderpaar mit den Kinzombis, die überragend drauf sind. Du hast ein Papela im Mittelfeld mit Zenga und Bachmann zusammen, die sehr, sehr lauffreudig sind. Dementsprechend haben sie einige Facetten. Sie haben ein gutes Umschaltspiel, sie haben ein gutes Spiel auf zweite Bälle, sie haben ein gutes Spiel eben halt auch eine Balance zu haben, in dem Moment zu wissen, okay, jetzt ist Verteidigungsphase und jetzt ist eben Offensivphase. Also sie haben einige Facetten drin und über das andere Thema wäre es jetzt, glaube ich, wäre es nicht so gut zu sprechen, würde man es ja offenlegen. Also wir glauben, wir haben irgendwas gefunden, wo wir sagen, okay, das könnte einen Sieg einbringen. Dann mach direkt weiter, Jan. Mit den Ausfällen von Marvin Mehlem und von Matthias Bader ist es auch denkbar, dass dann die Grundformation der Mannschaft mal ein bisschen anders aussieht, als in dem, was wir jetzt in den letzten Spielen gesehen haben, mit einem 3-5-2, wie auch immer man das dann nennt, mit Raut oder wie auch immer. Aber es fehlen ja doch da zwei zentrale Figuren, also ein Zehner und letztlich einer auf rechts, ob man ihn jetzt Verteidiger oder Mittelfeldspieler nennt.
ist egal. Ist es denkbar, dass da auch was ganz anderes dann ja. uns erwartet? Ja. Dann noch eine Nachfrage, weil wir danach tatsächlich nur noch 4 Tage haben bis zum Pokalspiel bei der Eintracht. Wie schwer ist es denn, die Mannschaft jetzt erstmal darauf einzustimmen, dass jetzt wirklich erstmal nur Sandhausen gilt und alles, was danach kommt, kommt danach? Ja, also ich habe das ja schon vor Regensburg gesagt, wenn du 2 Spiele absolvierst und die sehr erfolgreich absolvierst, dann ist natürlich für jeden Einzelnen, der dort gespielt hat, die Chance umso größer, dann am Dienstag in Frankfurt mit dabei zu sein. Und am besten, du absolvierst die eben so, dass du weißt, du hast das alltägliche Brot abgearbeitet, wenn es geht, mit 2 Siegen. Gegen Regensburg haben wir es gut gemacht. Gegen Sandhausen wollen wir eben ein weiteres Gesicht zeigen, dass wir nur diese profihafte Einstellung haben, an dem Tag parat zu sein. Alles andere würde ich auch nicht zulassen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft diesen Dienstag wirklich nicht in den Köpfen hat, sondern nur Sandhausen drin ist. Deswegen spielt das jetzt primär die Rolle. Das andere ist, wie gesagt, jeder Einzelne weiß, okay, wenn ich ein geiles Spiel abliefere und helfe, dass wir siegreich sind, dann steigert es die Chance eben, zumindest mal im Kader zu sein für dieses Spiel dann in Frankfurt. Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk. Vielen Dank und hallo. Jetzt war das Regensburg-Spiel mit der relativ frühen roten Karte nicht so ein richtiger Maßstab, aber gibt es trotzdem was von dem Spiel Ihrer Mannschaft, dieser Partie, was Sie mitnehmen, was Sie wieder sehen wollen in Sandhausen oder vielleicht Dinge, die Sie anders sehen wollen oder gar nicht mehr sehen wollen? Ja, ich finde schon, dass es ein, ich finde, dass die, dass das Spiel eben so, wie es gelaufen ist, schon schwierig war. Also schon irgendwo dann doch ein Maßstab, weil wir jetzt in den letzten Spielen des Öfteren eben halt auch konfrontiert worden sind mit der Situation, in Überzahl zu spielen. Wir haben die meisten Spiele dann mit einem 1-0 beendet und es war alles sehr, sehr, sehr eng, so dieses Spiel. Und hier haben wir, glaube ich, nochmal so eine Facette gehabt, wo wir gemerkt haben, okay, die Jungs wissen eben um die tatsächliche Situation, wissen aber auch um die Gefahr, auch wenn ich ab und zu mal von außen ein bisschen einwirken musste, dass man daran denkt, dass es auch mit einer 2-0-Führung und mit einer roten Karte trotzdem immer noch eine gefährliche Situation ist. Wir haben das jetzt auch erst gesehen, dass Mannschaften in Unterzahl dann diese Spiele teilweise noch verlieren oder in Gefahr kommen. Deswegen war das zumindest mal so ein weiterer Schritt, dass wir wissen, okay, in dem Moment, was zu tun ist. Und das nehme ich dann eben halt auch mit, dass wir das gesehen haben innerhalb der Mannschaft, dass da diese Prozesse und diese Momente dann, was zu tun ist, dass die funktionieren. Ansonsten nochmal, sind wir jetzt gerade eben dabei, weiter diese Jagd nach Punkten, dass wir dem nachkommen, dass wir nur fokussiert auf die Spiele sind. Und und Regensburg hat gezeigt eben, dass du in dieser zweiten Liga auch erstmal wieder dich zurechtfinden musst. Das hast du gesehen, in den ersten 10, 15 Minuten, die Regensburger waren da die aktivere, wir waren so ein bisschen die nervösere Mannschaft. Aber ich glaube, das hat jetzt auch was mit Spielrhythmus zu tun, dass du da wieder reinkommst. Und dann haben wir, wie ich fand, eben immer wieder auch gute Aktionen gehabt und vor allen Dingen in Überzahl dann auch gewisse Ruhe gehabt, eben das auszuspielen. Was mir noch am besten gefällt, ist die Tatsache, dass wir halt auch in der Überzahl nie den Kopf verloren haben, sondern immer halt auch in der Verteidigung aufmerksam geblieben sind, dass wir bis auf 1-2 Ausnahmen das wirklich alles erstickt haben, dass der Gegner nicht diesen Hauch hatte, nochmal dran zu kommen. Das nehmen wir mit, also eher viel Positives, aber halt auch das Wissen immer wieder, dass diese Spiele, so wie sie dann abgelaufen sind, und auch da nochmal, das Stadion hat schon gearbeitet, und ich glaube, mein Appell ist dahingehend, wenn es wieder zum Heimspiel kommt oder jetzt auch in Darmstadt, dass die Leute trotz der Kälte die Handschuhe ausziehen, damit man das Klatschen dann besser hört, war es trotzdem so, dass zwischendrin mal leise war, weil jeder gesagt hat, kann nichts mehr passieren. Und da steckt halt eine Gefahr drin. Aber wir haben das, wie gesagt, sehr, sehr ordentlich dann gespielt. Ich hätte
Noch eine, vielen Dank. Diese Verletzungsmisere ist schon oft thematisiert worden und zieht sich durch diese Saison. Und Sie sagen immer wieder, nachvollziehbar, das ist eine Challenge und dann müssen eben andere in die Bresche springen und Sie müssen diese Aufgabe lösen. Aber mal Hand aufs Herz, gibt es nicht doch irgendwann mal schwache Momente, wo Sie Ihre Trainerkabine kurz und klein schlagen und sagen, das kann nicht sein, jetzt schon wieder einer und noch einer und noch einer? Nein, weil in dem Fall ich eben halt auch den anderen Spielern zeigen würde, dass kein Vertrauen da ist. Und das ist mir eben halt wichtig, dass die Jungs wissen, jeder, der hier ist, hat die Berechtigung, in diesem Kader zu sein und weiß, dass er 1000%iges Vertrauen hat, wenn es eben über eine Verletzungssituation dazu kommt, dass er spielen muss. Deswegen ist es immer eher die Herausforderung und auch das Führen meinerseits, zu sagen, hey Jungs, wir können uns da jetzt nicht eingraben und sagen, oh, jetzt haben wir wieder einen Verletzten, sondern es ist immer die Möglichkeit. Und deswegen ist mir immer umso wichtiger, dass jeder Spieler immer gut vorbereitet ist, auch in der Trainingswoche, ja, dass jeder weiß, okay, seine Situation, seine Phase wird kommen. Und jetzt in dem Fall eben, das ist Wermutstropfen, öfters eben halt auch bei uns dadurch, dass der eine oder andere Verletzte da ist. Was halt echt nervt, ist, dass es Verletzungen sind, die irgendwie auch nicht normal sind. Also, so. Ich will jetzt nicht über Verletzungen sprechen, aber mal, nein, ich sag's jetzt nicht. So ein normaler Bänderriss wäre auch mal okay, sag ich jetzt mal. Ich sitze schon genügsam hier am Böllenfalltor. Stefan nochmal. Ja, ich würde gerne nochmal auf den Neuzugang zurückzukommen, auf Filip Stojiljković. So, den Namen muss ich noch setzen. Also ist das fehlende Puzzleteil, von dem du immer gesprochen hast, was du noch gesucht hast, oder muss ich das erst zeigen? Was erhoffst du dir oder erwartest du von ihm und welche Auswirkungen hat das auf das Mannschaftsgefüge in der Offensive, jetzt zum Beispiel mit Blick auf Brayden Manu, der dann möglicherweise eine andere Rolle spielen wird? Wie sehen da deine Gedanken aus? Also erstmal ist es so, dass wir für uns gesagt haben, was brauchen wir noch, um der Mannschaft Qualität hinzuzufügen, das den Kader jetzt momentan erweitert. Und da war meine Empfehlung, dass wir da im Sturmbereich, ich glaube, ich habe das oft auch gesagt, warum und weshalb, dass wir da eben noch nachlegen sollten. So. An dem jungen Alter von Filip und an der Tatsache, dass er eben auch einen längerfristigen Vertrag hat, sieht man auch daran, wie wir mit ihm arbeiten wollen. Ich glaube trotzdem, dass er jetzt halt jemand ist, der ganz wichtig sein wird dann in dieser Saison, um der Mannschaft eben durch seine Anwesenheit andere Spieler anzuschieben und selbst eben halt auch dann, er bringt einen unglaublichen Willen mit, ist total wissbegierig und wir haben uns ja, Pressemitteilung hat es ja auch wiedergegeben, schon lange mit ihm beschäftigt, waren schon lange eben mit ihm auch in Kontakt, weil wir wissen, da ist eben halt auch einer, der langfristig uns jetzt helfen soll. Und kurzfristig wird er es auch tun, wenn er so ein bisschen sein Ankommen hier gefestigt hat und seine kleinen körperlichen Defizite, die da sind. Es ist eben so, dass bei uns Intensität, die Trainingsintensität natürlich auch eine ganz andere ist, dass er dann eben sein Part hier bei uns finden wird. Und und Fakt ist erstmal, es gibt ja einen Grund, warum wir auf dem Tabellenplatz sind, wo wir momentan sind, wo wir die Punkte haben. Wir haben gesehen, Brayden hat jetzt hier das Tor geschossen gegen Regensburg. Wir haben gesehen eben, dass es einige gibt, die uns dorthin gebracht haben und dass wir jetzt einen noch dazu bekommen haben, der mit Sicherheit parat ist, wenn was ist und parat sein wird, wenn er von mir reingeschmissen wird von Anfang an. Wann, werden wir jetzt mal sehen, mit der nötigen Ruhe, die uns bisher, glaube ich, auch die wir immer ausgestrahlt haben und ausgemacht hat, dass wir solchen Jungs eben halt auch diese Möglichkeit geben, reinzukommen. Oskar hat es, wie ich fand, jetzt in 15 Minuten auch in der Vorbereitung gezeigt, dass er am Kommen ist, dass er stabiler wird. Also daher haben wir auch, was die Zukunft angeht, da ein paar Jungs drin, die uns eine Stabilität verleihen werden. Und das erwarte ich jetzt erstmal vom Filip. Er soll sich nicht so viele Gedanken machen.
wie er jetzt reinkommt, wie er ein Tor schießt. Er soll einfach helfen mit seiner Art. Und ich glaube, die Jungs haben das gemerkt, dass da einer kam. Deswegen fand ich es super interessant, wie sie ihn aufgenommen haben bei der ersten Begegnung hier in der Kabine. Die haben gemerkt, da ist einer, der will helfen, und seine Aussagen, ich fand es auch interessant, welche Aussagen er trifft. Er weiß es komplett hier einzuschätzen, wie das Teamgefüge ist, wie die Teamchemie ist. Und ich glaube, er hat halt einfach auch sowas gesucht, weil er kommt jetzt aus einem Club, wo es manchmal etwas unruhiger zugeht in Sion. Also von daher, glaube ich, hat er das halt auch gesucht, um sich zu entwickeln. Und so sehe ich ihn jetzt und bin froh, wie gesagt, dass er den Weg da zu uns gefunden hat. Auf den letzten Drücker. Gut, wenn noch jemand auf den letzten Drücker nach Sandhausen möchte, wie gesagt, gibt noch ein paar Auswärtssteher. Ansonsten gute Anreise und bis morgen. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Krombacher.